Ja, schönen guten Schamane, meine lieben Leute. Wie ihr vielleicht an diesem wunderschönen Thumbnail erkennen könnt, ist das Part 1 der Schamanen-Spezialbetreuung. Ich nenne es jetzt nicht mehr Spezialwoche, weil dann alle denken jetzt immer, ich hau jetzt 6, 7 Tage hintereinander den Schamanen raus. Aber wir machen so ein Video die Woche. Ne? Und wenn er mal was Interessantes bringt, na, vielleicht auch mal zwei. Mal schauen, mal schauen. Mit jedem, der mitmachen möchte. Und heute ist das der liebe Mattock. Grüß dich, Matti. Schamane, Leute, da bin ich. Schamane. Ich fühle mich gut hier. Ja, bequem bei dir hier. Ist sehr bequem, ne? Ja, Ich habe ein bisschen umgeräumt. Hast du gemerkt, neues Sofa? habe ich Ne? Zahnsofa gemerkt. ist rausgeflogen. Ja, schön, Ja, schön, schön. da konnte man auch ohne Schwung ja nicht aufstehen, weil es zu tief war. Das war zu tief, ja. Ja. Übrigens möchte ich hier erwähnen, das Thumbnail, ne, ist vom arbeitslosen Student, der seine Lieblingsfilme als Thumbnails gemacht hat. Von ihm war auch hier für eine Handvoll Barren zum Beispiel, der hat noch eins gemacht, das ist großartig, das muss ich auch unbedingt benutzen. Leider war es nicht in 16 geteilt durch 9, deswegen muss ich ja wenig mit dazu basteln. Aber das in der Mitte, das Wesentliche ist vom arbeitslosen Studenten. Ganz viel Liebe und ganz, ganz vielen lieben Dankeschön. Ich habe Ganz viel Liebe. hier die zwei Kampfkunstmeister, nicht Großmeister, ganz wichtig, es gibt eine Anzeige, habe ich hier daneben geshoppt und unsere zwei Mini-Schamanen. Ja. Also wir sind ja Kampfkunstsportler und Schamane. Richtig. Ne? Das ist wichtig. Und richtig. Und richtig, genau. Ja, ist heute der erste Tag unserer Schamanen-Spezial-Week, Spezial-Schamanen-Behandlung. Ach, bleiben wir weiter bei Woche, auch wenn es nicht eine Woche wird, aber ich mag den Begriff Woche, finde ich schöner. Vielleicht wird es ja insgesamt 7 Videos, dann ist es eine Woche. Er muss ja keine Woche am Stück sein, ne? Hast du Ja, recht. eben. Eben. Ja, der liebe Matti hat mir gleich ein Video mitgebracht, hat gesagt, Ani, du Jo. wolltest doch hier Kristalli machen. Ich habe schon ein Video rausgesucht. Ich sage, Matti, ich habe selber Videos rausgesucht. Er sagt, mir doch egal, wir nehmen meins. Ich sage, okay, wie du möchtest. Ja. Nehmen wir das Video von lieben Matti. Das heißt, reagieren auf Beleidigung und Rufschädigung im Kanal. Ich weiß nicht, wie man im Kanal Ruf schädigt, aber hey. Ne, du gehst halt rein und rufschädigst da wegen. Einfach rein in den Kanal. Genau. Ja, Ich gut. habe mir Schnorchel und Taucherbrille geholt und bin rein. Und Und habe hast wegen dann Rufschädigung betrieben im beschädigt. Kanal. Ja, richtig. Es war wegen dickflüssig, aber es ging. Ja. Wahrscheinlich bist du rein, hast gesagt, das ist ja scheiße hier. Und da Ja. hat der Kristall. Das ist Rufschädigung. Das gibt Ja. Anzeige. Das ist Ja. Ding. Ich habe gesagt, Scheiße hier, ich gehe wieder raus. Ja. Aber, und das hat er gehört. Er war schon Und zu spät dann. ich hab's Rausgehen wirklich war schon zu spät. geflüstert. Ne? Gut, Leute, ich mache mal hier Ding. Wie gesagt, nochmal viele liebe Grüße an den arbeitslosen Studenten. Ne? Liebe Ganz Grüße viel auch von Liebe. mir. Ja, ganz viel Liebe und ganz viel Dankeschön geht raus. Wir gehen jetzt auch gleich rein in unseren Kristallmensch, Kristallwolf, echter Schamane, Kampfsportmeister, chemisch hochsensibel. Jetzt weiß ich nicht, ob es Kampfsport oder Kampfkunst heißt. Es soll Unterschiede geben, habe Kunst. ich gehört. Ich glaube, er hat Kampfkunst? Kampfkunst gesagt. Ja, Ich würde Kampfkunst. sagen, wir hören einfach mal rein und wir legen mal los. Hält's davon? Und er guckt schon so böse, ne? Ja, Also. ich habe noch nicht im Bild hier, aber wir So. machen jetzt rein hier. Einmal So. hier so. Ja, ist ein wenig verstimmt so. Und kleiner Mund. Kleiner Mund, bester Mund. Er guckt ein wenig verstimmt. Ja. Ja. Ja, stimmt. Wenn ich jetzt aber mal ganz nach vorne. Ja, das ist das ganz vorne. Er wirkt ein wenig verstimmt, finde ich schade. Er ist eigentlich ein sehr freundlicher Mensch, wie ich Ja. finde. Ne? Ja. Und er hat uns, glaube ich, auch was zu sagen. Wollen wir mal schauen. Ja, er will reden. Ah, und als Gast, wie es natürlich bei Ne? mir üblich ist, hast du den ersten Ja. Play-Button, ne? Oh, ich habe einen Play-Button. Ja, einen Play-Button, ne? Ah, danke. Ah. So, wie geht's? Moin! Hier Kristallwolf. Kristallmensch. Fängt er nicht an mit Kristallmensch und danach Kristallwolf? Ich weiß es nicht Okay. mehr. Echter Schamane?
Kampfkunstmeister. Kampfkunst, nicht Kampfsport. Ja. Okay. Kampfkunstmeister. Hier müssen wir, hier muss ich mich natürlich dann korrigieren, falls ich ja. mal Kampfsport gesagt habe. Ich kenne den Unterschied aber auch nicht. Ja? Nicht. Ich hoffe, er sieht mir das nach. Er ist auch Schamane, genau wie ich. Ja, wir sind echter. Eigentlich Brüder im Geiste. Ja, ist auch echter Schamane. Echter Schamane. Hm? Ja. Genau wie ich auch. Ich glaube, er sieht ja mir nach. Ich glaube, er ist gar nicht. Er mag mich eigentlich, glaube ich. Ich mag ihn ja auch. Wir sind beide Schamanen. Von Bruder zu Bruder, ne? Ja. Ja. Und Multiple Chemical Sensitive. Also ich. Oh, Multiple ist aber neu, oder? Nee, das ist neu. Multiple? Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich mich auf das andere verlassen kann. Erst hat er Kristallwolf vor Kristallmensch gesagt, jetzt sagt er Multiple. Er ist vielfältig, wie ich finde. Ja, er ist stille Wasser, sage ich dir. Stille Wasser. Ja, und auch jede Woche neue Anzeigen. Ich weiß nicht. Irgendwie er hat einfach sehr viel Zeit, glaube ich. Ja. Chemisch hochsensibel. Willkommen in diesem Kanal, in diesem Video. Will ich einmal... Ich heiße euch natürlich auch alle herzlich willkommen auf meinem Kanal, in meinem Video, in unserem Video. Ja, alle herzlich willkommen. Ja, eine Aussage machen, die unmissverständlich sein soll. Ich hatte eben nochmal so ein Videothema Beleidigungen. Ich finde es sehr schön, wie oft er letzte Aussagen macht, die immer unmissverständlich sein sollen. Ja, letzte Aussagen und da geht dann das Video weiter. Ne? Das letzte Mal zu diesem Thema, damit es auch selbst, also damit es alle verstehen, das sagt er, glaube ich, jedes Mal. Mhm. Jedes Mal. Hier sehe ich wieder eine leichte Parallele zu einem anderen Medienexperten. Ja. Der auch immer sagt, hier, letzte Mal erwähne ich die jetzt. Hier, letztes Mal, die werden hier nie wieder erwähnt. Ja. Und dann komischerweise, ein wenig später, kommt wieder ein neues Video. Ich mache das hier mal in die Mitte. Das habe ich so nicht. Ist denn das hier? So. Ist da nicht richtig mittig hier? So, jetzt ist glaube ich mittig, oder? So. So. Er ist sehr auf Frieden gestimmt mit seiner. Ja, er ist sowieso ein sehr freundlicher Mensch auch, glaube ich. Ja. Er ist ja. an sich ein ganz netter Typ. Ja. Mal hören, was er zu sagen hat. Da wird ja eindeutig erklärt, dass dieses Vorgehen im Internet immer mehr wird und die Leute sich dann einbilden. Also das ist mir schon die letzten 2 Jahre in Facebook ganz massiv aufgefallen. Wie viel Facebook damals hatte? Innerhalb des letzten Jahres. Also ach, das ist ein anderer. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Dass immer mehr Leute irgendwie mit Kampfkunst und juristischen Sachen zu tun haben und sich da prima auskennen. Ja, es sind aber immer nur diese komischen, merkwürdigen Menschen. Ja, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben. Ist es meins. Was? Sehr gut, in die Aufnahme. Leute, wir mussten gerade ganz kurz unterbrechen. Ne? Tut mir leid. Ja, da habe ich technische Probleme mit meinen Kopfhörern. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Schauen wir mal. Ja. Weißt du noch, in welchem Satz ich dich gerade unterbrochen habe? Falls ich dich in einem Satz unterbrochen habe. Ich konnte dich ja leider nicht hören. Ja, ich weiß ihn noch, weil der so schön ist. Deswegen weiß ich ihn noch. Dann hau raus. Ja, und zwar, lieber Schamane, ich wollte dir schon lange mal was sagen hier, dass da du ja immer so gerne mit Beleidigungen und Bedrohungen und so weiter um dich wirfst und jeden anzeigen willst, der nur irgendwie was sagt. Und auch natürlich den Namen meines lieben guten Freundes hier erwähnt hast, wollte ich dir schon mal sagen, wenn du glaubst, dass hier er das so alleine dasteht. Ich bin nur einer von vielen und der Erste, der hier ist. Du hast da, wenn du hier losschießt, hast du noch mehrere, die auch was zu sagen haben. Da kannst du drauf wetten. Ich glaube, der Schaman hat sowieso schon eine Menge Freunde gefunden hier auf YouTube. Ja. Eine Menge. Ja. Eine Menge. Ja, aber Dankeschön. Das stimmt. Aber ja, das wollte ich mal sagen. Ja, wir haben was noch zu erzählen, Nadir. Genau. Wo ich selber Ziel einiger tausend, naja, ich habe nicht tausende Kommentare, sondern es gibt dann welche, wenn Reaktionen. Schamane und Zahlen können wir abkreuzen, glaube ich. Haben wir auch. Auf meine Videos gemacht wurden. Du kannst das gleiche Bingo-Feld hier hinlegen. Ja, wirklich. Dann vielleicht
was weiß ich, einige Hunderte und dann in anderen Fällen, wenn das Thema passt, bis zu 2000, aber keine 2000 Kommentare, das nicht ansehend und wenn. Es ist ja auch so, 100 und 2000 ist ja auch gleich. Meint, ach, er meint bestimmt seine Aufrufzahlen, oder? Bei Ja. YouTube. Er kriegt natürlich immer ein bisschen mehr Aufrufzahlen, wenn wir auf seine Videos reagieren. Ja, ja. Ne? Ja, das ist ja auch verdient. Wie hat er sich reglich Mehr oder verdient? weniger. Und dann werden schnell Kommentare deaktiviert. Ganz klare Sache. Ne? Das muss immer sein. Zu Komischerweise. richtigen Masken gehört immer die Kommentare deaktivieren. Ja, natürlich, weil, oh, die könnt ja ein bisschen gegen mich. Ah, nee. Da Nee, könnte einer die ja. Wahrheit sagen, das wollen wir aber lieber nicht hören. Ja, Ne? lieber nicht. Nee. Ne? Nee. Und dann müssen Lieber wir auch nicht. noch unbequem das Ganze lesen. Nee. Nee, dann lieber deaktivieren. Ja, richtig. Weil wir kennen das auch, ne? Bestimmte. Dieses, was weg ist, war auch nie da. Genau. Das glaubt er ja wirklich. Das, was weg ist, was Ja. aus dem Internet gelöscht ist, das gab es auch nie im Internet. Er hat diesen Spruch, das Internet vergisst nie. Den hat er einfach nicht verstanden. Dass Ja, er, wenn er richtig. jetzt sagt, irgendwie, das ist 10 Jahre her, dass er in der Lallaburg war. Oder 20, was weiß ich, wie lange das her ist. Und das ist deswegen jetzt rechtlich nicht mehr beständig oder was. Kann sein, dass es verjährt, weiß ich nicht. Ja? Ja. Aber trotzdem darf ich es noch erwähnen. Richtig. Ganz Richtig. klare Sache. Und wenn du willst und wenn du nicht willst, dass irgendjemand was dazu zu sagen hat, was du zu sagen hast, Dann behalte es für dann. dich. Ja, richtig. Geh raus zu deinem Kumpel, wenn du einen hast oder einen findest, und erzähl's dem. Aber nicht in die Welt hinaus. Erzähl's den Kristall, die behalten es für sich. Oder die, ja, genau, den Kristallen. Ja, an den kann er vertrauen. Richtig. Oder deinen Boxsack. Der sagt auch nichts. Dem tut er ja auch nichts. Wo ich denke, da ist es völlig unnötig, Kommentare reinzusetzen, dann deaktiviere ich die Ach, Kommentarfunktion. guck, Und ja, da sind wir ja. ja. ganz besonders welche, die sich zum Hobby gemacht haben oder sich einbilden, alles Mögliche posten zu können. Och, geht ja nicht straf, ist ja nicht strafbar und. Ey, weißt du, wir sind eigentlich jetzt schon fein raus. Wir posten nicht, wir reden. Wir sind Eben. Vor allen raus. Dingen das Beste ist, wenn Straf bei den Kommentaren ist, hat er dafür zu sorgen, dass die weggehen. Er muss Ja. nämlich seine Kommentare moderieren da. Ja, richtig. Tada. Erwischt. Falsch. Es gab einiges an Kommentaren und Falsch, was. sagt er. Falsch. Er kennt sich Falsch. aus. Der ist hier. Gleich fragt er noch, ob jemand hier Fan vom Facebook-Datenlecken Opfer geworden ist. Er findet es heraus und er holt euch 1.000 Euro rein oder so. Ja, er ist wirklich juristisch sehr Ja, bewandert, Profi. absolut. Das Ja. allein schon, was das Thema Beleidigung und Verleumdung, Nachrede betrifft. Das, was er in seinem letzten Video mit mir gemacht hat, das war üble Nachrede, Beleidigung und Verleumdung. Genau Ja. das, was er gemacht hat, war das. Schade, dass er das immer Richtig. nur glaubt, bei anderen zu sehen. Dass er keinen Spiegel. Wieder auch dieses nicht sich selbst reflektieren. Zack, nächste Parallele. Ja. Wo das Vorgehen immer härter wird, weil die Taten immer mehr werden. Kenne ich noch jemanden, bei dem es immer mehr wird? Also es wird weniger eigentlich. Eigentlich wird es ja Eigentlich weniger. wird es weniger. Ja, Ja. ja. Dass selbst normale Menschen, wie ich das in einem über einen Kanal schon sagte, wie die Frau dort selber sagte, Germany's Top, Next Topmodel. Top Das Next guckt er Model, sich an. Germany's Next Topmodel. Genau so schätze ich ihn ein. Genau ja. so, also wirklich. Das ist so eine richtige Ja. Sendung dann. Richtig. Sagen wollte er Junge, jetzt Junge, aber Junge. Germany's Top Next Model. Und hat zu einem Thema im Hintergrund, also auf den Hintergrund etwas gesagt, was da wirklich abgeht. Und da bekommt die einen Shitstorm, einen Hasscontent. Da dachte ich, wieso eigentlich? Und was das. Ein Was war denn ganzer. da? Hast du was mitbekommen irgendwie, was da war? Nee, gar nicht. Nee, Ich verfolge überhaupt den nicht. Blödsinn ja überhaupt nicht. Ich Das ist auch hier das nicht. Ding bei diesen Leuten hier. Warum will gerade RTL eine Doku über Rainer machen und nicht Netflix? Weißt du warum? Weil Ja. RTL sowieso schon tot ist. Die wissen es nur noch nicht. Ja, die Ja, wissen es das ist nicht einfach ein mal. sterbendes Medium, Fernsehen. Richtig. Bei mir, ich hatte es ja auch. Weißt du, was ich da mittlerweile glaube? Das war einfach nur ein Versuch, mich stumm zu machen. Das war nur ein reiner Versuch, nachdem ich mich
gewährt habe, ja, oh, wir haben es halt versucht. Ah, du hast ja auch von RTL, hier, bei dir wollten ja, ja, du hast auf unser Video reagiert, hier, das darfst du nicht, das ist Medienklau und so weiter. Und zack, hat sich der MadDog zweimal gegen RTL gewehrt und beide Male gewonnen. Ja. Immer noch, also ich hab ja schon mal gesagt, als du mir das geschickt hast, ne? Mhm. Ich habe ja richtig hier die Bäckerfaust gemacht. Ich habe ja richtig hier, als wenn ich was gegen RTL gewonnen hätte. Wirklich, also war gut. Ich habe richtig hier Bäckerfaust. Du hast mir sogar erzählt, du hast den Stuhl hinten vor dem Buch gegen die Wand geschleudert, weil du so aufgefallen bist. Ja, ich bin so richtig nach hinten und dann bin ich gegen die Wand geknallt. mit meinem Rollstuhl. Lull. Ja, das war schon nice. Anzeigen betrifft. Es wird ja gesagt, es sind selbst Kommentare anzeigefähig. Natürlich, wenn du da bedroht wirst, ist natürlich. Das anzeigefähig. Freilich, natürlich. Natürlich. Das ist aber auch überhaupt nicht unser Klientel. Das ist überhaupt nicht, wie Rainer sagen würde, unser Stil. Ja, das ist, wir bedrohen niemanden, wir beleidigen niemanden. Wir machen ein bisschen Spaß. Richtig. Das ist alles. Aber ich weiß hier jemanden, der seit dem ersten Video, seitdem ich ihn kenne, und ich habe ihn das erste Mal bei Hank gesehen, ich habe ihn noch nie ohne irgendwelche Angriffe oder sonst irgendwelche Verleumdungen oder Beleidigungen gesehen. Das geht bei diesem hier von Anfang bis zum Ende durch. Ich habe auch kein Video von ihm ohne gesehen. Ja, ist so. Ich habe noch kein Video von ihm gesehen, wo er nicht mit irgendwas droht. Richtig. Oder irgendwelche beleidigt als, ja, genau. Ist wirklich nur so. Am Drohnen. Wirklich. Was soll denn das? Das ist sein Content halt. Ja. Was so richtig ist. In einem geringen Fall, bei mir auch, naja, gering würde ich das eigentlich nicht sagen. Darf auch. Also es ist bei anderen wäre es gering, bei ihm nicht. Ne? Auch hier sehe ich wieder eine Parallele. Just saying. Ja, richtig. Habe ich eine Gegenstrafanzeige gemacht wegen Verleumdung, wegen Über- und Nachrede. Und bei Facebook, da hat jemand das gegen mich gemacht. Es läuft gegenseitig. Das ist durchaus möglich. Das haben einfach zwei Leute zu viel Langeweile. Die haben sich auf Facebook gegenseitig Blödsinn geschrieben und jetzt belasten sie die Justiz damit. Und die Steuerzahler. Starke Leistung. Richtig. Nicht möglich ist, soweit ich das weiß, im P-Chat. Und deswegen. Ich höre dich nur. Was ist denn hier P-Chat? Ganze... Keine Ahnung. Ach, Privatchat wahrscheinlich. Gut, ja. Doch, auch wenn man da bedroht wird, kann man bestimmt Anzeigen machen. Also. Es ist Internetblödsinn. Mann, ey. Es ist also, der Ech. Blockiere ich solche Leute sofort, wenn die irgendwie einen dumm angreifen. Es gab eine gewisse Zeit, da habe ich dort zurückgeschossen und dann. Du schießt immer. Du hast gegen mein letztes Video zurückgeschossen. Ja, gegen jedes Video hast du zurückgeschossen. Es gab mal eine Zeit. Ja, ist klar, gestern. Du bist nur am Schießen. Entweder am Zurückschießen oder am Schießen. Wahnsinn, ey. Und denk ich nicht. Er ist dabei auch so selbstreflektiert. Ich höre ihn nur, alle anderen müssen. Nur ich nicht. Alle anderen. Klare Sache. Das sind die Personen gar nicht wert. Nee. Und dann blockiere ich diese Person. Fertig. Meinst du, ich bin bei ihm blockiert? Ich bin fast der Meinung. Weiß es nicht. Das fände ich aber gemein. Hier lässt er den König Hagard aber richtig raushängen. Das sag ich dir. Das fände ich aber gemein, wenn ich bei ihm blockiert bin. Ich habe ihm überhaupt nichts getan. Ja, eigentlich nicht. Also Mann, blockiert einfach ohne Grund. Richtig. Es gibt einige, wo auch Strafverfahren von mir am Laufen sind. Ja, Kritik nicht einstecken, aber austeilen. Ja. Bei dem Video, das ich hier verlinken werde, muss ich ganz deutlich sagen, was ich da, während ich das Video gesehen habe, auch sagte, da bin ich ja noch mit Strafanzeigen gnädig. Ich weiß ja nicht, was für ein Video er gesehen hat. Ich auch nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also zurückhaltend. Da könnte ich nämlich jeden Kommentar, ein einziger Kanal und einige kleine Kommentärchen, und da habe ich da entsprechend zur Verteidigung was erklärt, und da wird das für die Person... Ein paar Kommentärchen, ich habe was zur Verteidigung erklärt, und was redet der da? Ich verstehe es auch nicht. Das ist komplett zusammenhangslos irgendwie, das ist komplett wirre. Weil, weißt du, ich sage jetzt hier dir ganz offen, der Mann ist wie der eine oder andere auch, viel reden, sagen aber nichts.
Ja, stimmt. Stimmt. Aber wenn er redet, redet er auch immer das Gleiche. Da ist noch eine Parallele zu dem anderen Ja, Medienprofi. ja. Und die Das das Ding gemacht geht hat mit so 15 einem Minuten Übungsgang. und es ist eigentlich genauso, wie wenn du den ersten Satz auf Play drückst und dann immer wieder wiederholst, Immer 15 repeat Minuten einfach. lang. Ja, wirklich. Ja, du kennst es ja von OBS, da kannst du ja auch sowas hochladen und darauf endlos schleifen, das kannst du hier genauso machen. Ja, ist echt so. Wir müssen uns. Ich bitte Entschuldigung. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Wir sind bei 4 Minuten hier bei ihm und wir sind jetzt bei 20. Also, Oh mein Gott. wenn wir das hier verfünffachen, sein Video, Bruder, dann haben wir was vor. Ja. Aber wenn jemand unmissverständliche Äußerungen macht als Kommentar, dass sogar selbst das anzeigefähig ist. Ich höre nur noch Kommentare und Anzeigen, mehr höre ich nicht. Ich höre auch nur Ich Kommentare glaube, hätte ich anzeigen. das alles angezeigt, wärst du noch heftiger ausgelacht worden als jetzt. Ja. Da hätte die Justiz reichlich was zu tun. Ich habe das anders Ja, mit Lachen. Sich den Bauch Ja. halten vor Lachen, damit hätten sie was zu tun. Hier, Ja. der ist zur Und Polizei dann. gegangen und hat mich angezeigt, weil ich ihn Kristalli genannt habe. Das musst du dir ja vorstellen. Ja. Ach, kannst du nicht Gott, ausdenken. Kristalli. Kristalli, Kristalli. jetzt werde ich jetzt auch angezeigt. Oh ja, das ist Kristalli. hier der Mad Dog. Ja, der wohnt in Kirchen Altschauerberg. Ja. 8. Ja. Ja. Bitte anzeigne. Entschuldige, jetzt habe ich deine Adresse geleakt. Tut mir leid. Das war keine Absicht. Macht erstmal die Nutzung. Ich habe mir gedacht, so, ja komm, weil du es bist, darfst mich liegen, komm. Okay, danke, danke, danke. Ja. Dann hat er wenigstens was zu tun hier. Hockt er eh den ganzen Tag zu Hause rum vor seiner Kamera hier. Da gesperrt, ganz rausschmeißen kann man sie dann leider nicht. Und habe dann alles. Rausschmeißen. Will der jetzt sagen, Er will alle rausschmeißen. Ja, Ani, raus. Metti, ihr Runter von seid meinem Grundstück, gefeuert. will er sagen. Runter von meinem Grundstück. Ja. Und da. Was mit. YouTube gehört mir. Ja. Er ist Jochen YouTube. Nicht passt und auch überhaupt vollkommen themenfern ist, was das meiste ist, Meiste von ganz dir. einfach gemeldet. Von Und dann mir. können die Leute ihren So rund bin ich doch gar nicht. Er ist eine geistigen. Meldemischi, will er sagen, oder was? Er ist eine Meldemichi. Ja. Junge, die haben wir gern. Ja. Naja, Zustand, sage ich mal, nicht weiter von sich geben. Und da bin ich doch richtig gnädig, indem ich diese Gott. Leute so rausschmeiße, so blocke. Und das passt denen natürlich auch nicht. Ja, hat Anja gesagt, er findet es schade. Ja, ich finde es schade, dass du mich geblockt hast. Kristallschamane, Einfach Kristallmensch, echter so. Schamane, Kristallwolf. Ich bin ein bisschen traurig, dass du mich geblockt hast. Wirklich. Ja. Dabei Finde es. wolltest du ja nur mit ihm gut Freund sein. Ja, eigentlich wollte ich nur Kumpels mit ihm sein. Ja. Und ja, wenn ich dann in so manchen Videos, ja, Kinder sind natürlich tabu, was für eine Heuchelei das ist. Junge, jetzt kommen wir ja auf ein ganz anderes Level. Jetzt, ach, was Und für da eine bin ich mal Heuchelei gespannt, was das er dazu ist. zu sagen Es hat. sehen Kinder bis 16 Jahre, gilt das als kindlich, was eigentlich völliger Quatsch ist. Ja, natürlich. Ja. Weil die paar Jahre bis zur Volljährigkeit. Seien wir mal ganz ehrlich, viele Leute, sehr viele Leute, die mit der Volljährigkeit, die mit 18 volljährig geworden sind, sind geistig immer noch nicht volljährig. Deswegen werden auch sehr viele 20-Jährige noch im Jugendstrafrecht verurteilt und so weiter. Also, was er sich ausdenkt, dass die mit 18 ändert sich auf einmal alles, ne? Ist ja, naja. Du bist volljährig und zack, alles Ja, ändert sich zack, sofort. alles weg. Wir Alles. sind nicht in Ja, du bist nicht, Amerikanien. ja, nicht mehr kindisch, gar nichts mehr. Alles zack, weg da, erwachsen. So nämlich. Aber die sehen das dann auch. Und Kinder werden auch. Die mobben sich untereinander und Jugendliche. Da geht die ganze Scheiße doch schon los. Und dann, ja, wir machen da Content nur mit Erwachsenen. Was für eine Erziehung haben solche Leute eigentlich bekommen? Da Was für eine muss. Erziehung habt ihr genossen? Das ist original die nächste Parallele. Ey, Oh ein Ding mein nach dem Gott! anderen. Ein Ding nach dem anderen. Ich Doch, weiß noch, auf was ich entsprechend. warte. Dass er irgendwann sagt, meine zwei Mädels. So, wer hat euch hierhin bei ihr gebracht? Und Ah, das wär's. etwas in der Wurzel des Ganzen liegen. Dass Liegen? jemand sich so benimmt, sag ich mal, Wie? ganz Wer? einfach.
Also ich finde, wir benehmen uns ganz ordentlich. Ja, ich benehme mich immer ordentlich. Ja. Ja, wir sind immer ordentlich hier. Ja, also ich, wie gesagt, ich werde ihn niemals beleidigen. Nein. Ich habe schon mal gesagt, dass ich es ein bisschen fragwürdig finde, dass jemand 30 Jahre lang vom Staat lebt und dann meint, den Staat oder die Bevölkerung, die Menschheit an sich kritisieren zu müssen, die ihn damit durchfüttert. Aber hey, das ist nun mal meine Meinung, ne? Das soll ja nicht Ja. beleidigend sein. Eben. Aber jetzt kriegst du Ja. bestimmt wieder die nächsten Anzeigen. Ja, immer her damit. Irgendwann ist dein Briefkasten voll. Ja, ach Gott, oh Gott, oh Ja. Gott. Und wenn ich das mal so sage, mein Content hier, wenn ich das so überhaupt bezeichnen kann, Besteht aus ja. Anzeigen, Drohungen und Beleidigungen, Ja, so kam finde mir dein ich. Also Content. so hab ich's kennengelernt. Ja. Mein Ja. Kanal befasst sich mit realistischen, echten Schamanismus. Also die letzten Videos, die ich von ihm gesehen habe, waren irgendwas zur Wehrpflicht. Ich weiß nicht, was das mit Schamanismus zu tun hat. Ich habe auch Ich nicht, auch nicht. ich hab's auch nicht lange gesehen. Ja. Das war mir irgendwann zu dumm, bin ich ganz ehrlich. Dann, was war noch? Ich reagiere auf andere Videos, auf irgendwelche Dokumentationen und so. Ich weiß nicht, was das mit Schamanismus zu tun haben sollte. Ich Und auch nicht. Ansagevideos an mich, ja? Und Henk. Und Henk. Ja. Natürlich, wie meistens, wenn irgendwie Ja. solche Leute da. Also Wehrpflicht, Reaktionen, Kampfkunst und Ansagevideos gegen Henk und mich. Das ist bis jetzt so der Content, den ich bei ihm gesehen habe. Und bei Henk und mir sind es halt meistens Beleidigungen und Drohungen. Falschaussagen kommen natürlich auch noch dazu. Mal schauen, was da noch so kommt von ihm hier. Und wenn jemand von Schamanismus und Spiritualität ausreichend Ahnung hat, Jetzt meint er mich, ganz klar. Er Jetzt weiß, ich bin auch bist du Schamane. dran. Er weiß, Ja. ich bin auch Schamane. Von dem, was ich sage, wird dann in meinem Kanal merken, dass es absolut authentisch ist. Und da gibt es. Ich weiß, Ja, vielleicht weiß er einfach definitiv. nicht, was authentisch heißt. Keine Ahnung. Ja, aber hier Ne? ist nichts authentisch, einfach Ich gar habe nichts. bis jetzt viel Quatsch gehört, aber. Ja, und Drohungen. Es einige Ja. Kanäle, die geben da Die ja ein Quatsch sind. Ja. Zeug von sich, was wirklich mit der Realität gar nichts zu tun hat. Das sind Typen, die wollen nur provozieren, sich aufplustern, sich wichtig machen, dumm rumlästern und dumm rum. Dumm Okay. rumlästern, dumm rumlabern, provozieren. Ja, er könnte mich meinen, ich weiß es nicht. Ich mache halt ein bisschen Blödsinn. So, mehr mache ich doch Ja. nicht. Was hat er denn Ja. dagegen? Rumlästern ist genau das Richtige. Ich finde, er hat jetzt im letzten Satz, den er jetzt gesagt hat, auch gut mit dem eigenen Spiegelbild gesprochen. Absolut. Aber wenn ich auch höre hier, lästern. Lästern heißt ja eigentlich hinter dem Rücken des anderen was erzählen, oder? Ja, Ich ja. sag das hier ja frei raus. Er kann sich das ja Eben. gerne anschauen. Ist ja Eben. nicht so, dass ich jetzt anrufe und sage, Matti, hast du gehört, was er gesagt hat? Ja, Matti! Nee, das sagen wir ja frei raus. Wir lästern doch nicht. hast du den schon Petite gehört? dafür. Genau das Richtige. Wenn jemand keine Ahnung hat von etwas und dann trotzdem seinen geistigen Kram von sich geben will. So wie du in Sachen Juridisch. Jura, just saying, Ja, dann ist Jura. das einfach nur dumm. Denn ich würde mich niemals zu einem Thema äußern, von dem ich keine Ahnung habe. Ganz schwierig. Also ich habe im letzten Video, glaube ich, zwei Themen erkannt, wo ich beide Male gesagt habe, ey, hast du nicht vorhin gesagt, wenn man nichts weiß, sollte man ruhig sein? Und er Ja. hat's trotzdem rausgehauen. Schwierig. Ach, und er macht es halt immer wieder. Genauso was das Kristallmenschliche betrifft. Ich hatte schon mal eine Reihe von Videos dazu gemacht. Ich habe vieles wieder gelöscht, auch gelöscht gelassen, weil es offensichtlich kaum jemand interessiert. Da dachte ich, wozu mache Und ich dann das gibt's das Ganze? nicht mehr. Ich frage mich auch immer, was ist in diesen Kristallen drin? Das würde ich auch gern wissen. Ich hätte auch gern welche davon. Ah. Kampfkunst, Erklärungen, die können sehr viel bewirken. Denn nur Was wer denn? wirklich Ahnung hat von dem Bereich, dann wird dann verstehen, was ich sage. Genauso wie, sage ich mal, in Padmam-Spots sehe ich sehr viel. Wen? Atman Sports. Kennst du den? Nee. Ich auch nicht. Er wird Nee. sich bestimmt Aber es ist freuen, auch. dass Kristallmensch ihn erwähnt hat.
Es ist in dem Fall doch auch völlig wurscht. Du kannst doch heutzutage, und wenn du noch so gut in Kampfkunst bist, kannst du doch eh nichts mehr machen, weil du sonst sofort vor Gericht landest und du wirst Ja, dann schlimmer freilich. behandelt wie jeder andere auch, weil du mehr Ahnung davon hast. Ja, das Ding ist aber auch, dass er sagt, nur jeder, der Ahnung hat, merkt, dass ich hier das Richtige sage. Ja, damit impliziert er ja im Endeffekt, würde unser Ja. Winkler sagen, ja, wenn ihr sagt, ich rede Blödsinn, habt ihr halt keine Ahnung. Ganz einfach. Ja. Oder auch beweis mir das Gegenteil. Passt da Ja, genauso gut rein. beweis mir das Gegenteil, richtig. Ich habe sein Sandsack-Video gesehen. Bruder, das war anders hart peinlich. Ich auch. Ich habe mir auch gedacht, oh, der liebe Ungol hat es mir ja auch gezeigt. Da habe ich mir gedacht, oh nee, ich. Und der sagt Kampfkunst, das siehst du auf 10 Meter entfernt. Selbst jemand, der keine Ahnung hat, sieht, dass Ja. das nicht so ist. Tja. Wo ich sofort höre, dass der sehr erfahren ist. In dem jüngsten Video hat er auch wieder was sehr Passendes gesagt. Und dass auch ihn die vielen Kommentare, diese Besserwisserei, kein Stück mehr interessieren. Denn die meisten haben nur eine große Klappe, können gar nichts. Das sind die Leute, die sagen, das interessiert mich alles nicht, also mache ich erstmal ein Video drüber. Ne? Das Oh, ist auch macht ja jeder. immer. Ja. Die nächste Parallele. Ja. Nichts. Und meine gut, dann entsprechend dorthin reisen. Aber beschweren, dass du ihn Drachenlord 2.0 genannt hast. Ja, klar. Darüber Parallelen beschweren bringen, lassen. aber das Ergebnis, das ist dann nicht so schön. Ja. Schon mal Dass dran man uns nicht gedacht, dass beweisen will, wir sowieso wissen, wovon wir nicht, sprechen, weil was der Herr den jetzt in angeht. Serbien ist, weil er keinen Bock mehr hatte, in Deutschland sich aufzuhalten. Ja, Und. wenn ich keinen Bock in Deutschland hätte, würde ich auch nach Serbien gehen. Lull. Junge. Naja, ich sag mal so. Bin leider mit dem Bus falsch abgebogen in den Süden. Leider den falschen Bus genommen, bin in Spanien gelandet. Ah, Mist. ärgerlich. Eigentlich wollte ich nach Serbien. Klar, sind Beleidigungen und Rufschädigung in der Eller Öffentlichkeit. In der Eller-Öffentlichkeit? Was Ja, ist? Ruh in der Eller Öffentlichkeit. Ja, Klar. klare Sache. Ich komme da mit. Kenn mich aus. Im Internet natürlich viel schlimmer, logisch, weil es viel mehr erreichen. Wenn dich auf der Straße jemand anpöbelt, dumm anmacht, bedroht, dann brauchst du Zeugen. Und da ist dann entsprechend zu erfahren, herauszufinden, will diese Person nur rumpöbeln oder greift die dich dann an? Und dann geht das. Ich habe Angreifen, glaube ich, schon mal irgendwo gehört. Er redet nur von. Das ist so lächerlich. Ey, sorry, aber. Ey, das. Nee. Der ist doch echt nur am Pöbeln. Wir Ja. sind jetzt hier bei 8 Minuten 35 und 8 Minuten 35 pöbeln und drohen Drohnen. und Und sich gut hinstellen. ja. In die nächste Ebene. Nächste Ebene. Oh. Wenn ich so manchen Oh. Schwachsinn da gehört habe, ja, ein wahrer Meister entsprechend nicht zuschlagen, sondern wie Gandalf und was weiß ich, Frodo. so einige Typen in Filmen. Steven Seagal? Da fallen mir so einige Szenen ein. Steven Seagal. Jetzt hast du gerade Pause gedrückt, der hat Steven Seagal gesagt. Glaskugel lecker am Stesel. Oh Mann, War ey. naheliegend, Ich das war höre, sehr was er sagt. Jetzt naheliegend. bin ich gespannt. Dürfte ich da gar nicht nennen, weil der Ah, hat ne. die teilweise dann rumgeschmissen, die Leute aber haufenweise Gelenke und Knochen gebrochen. Du weißt, dass es ein Film ist, oder? Ja. Junge. Sich anders zu verteilen. Das sind immer die Menschen, die reden, die kommen aus dem Kampfsport. Wo wirklich fantastisch. Ich dachte Kampfkunst. Vielleicht hat er auch den Unterschied langsam, aber sicher den Überblick verloren, ne? Ich glaube auch, Ja. also. Asien gelehrt wird. Selbst die großen Meister. Die kennt er alle. Auch Donnie Yen. Wen? Jet Li. Donnie Yen. Kenn ich nicht. Doch, kennst du. Wenn du das Gesicht siehst, kennst du ihn bestimmt. Okay. Das glaube ich mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Woher kennt man Nee, den? ich weiß es echt nicht. Ip Man? Ah, ja, klar. Ja, Ip Man ne? kenne ich. Jetzt. Ja, klar. Ja, genau. Nicht mehr genau, es kann auch sein, dass Magda Casco, dass also einige, die wirklich
Vielleicht hat er den auch zu oft angesehen und gedacht, oh, das bin ja ich. Vielleicht. Hat er nicht auch Iron Monkey gespielt? Ich glaube schon. Ich glaube, er war der Arzt in Iron Monkey, oder? Ich glaube schon, doch, doch, doch. Und er hat noch einige coole Filme mitgespielt. Ja, ja, ja. Für mich einer der besten Nachfolger von Bruce Lee und Jackie Chan, wie ich finde. Absolut. Bekannt sind, die sagten, in einem echten Fall, du glaubst doch wohl nicht allen Ernstes, dass ein Kampf dann mehrere Minuten dauert. Nö, der geht dann ruckzuck. Das ist aber in fast jeder Prügelei so. Richtig. Also in fast jeder Prügelei dauert ein Kampf nicht mehrere Minuten. Das ist halt Filmgetue. Eben. Da geht es um Leben und Tod oder so schnell wie möglich den Kampf zu beenden. Und im längsten Fall dauert das dann höchstens 30 bis 60 Sekunden. Das ist schon sehr lang. Das ist auch so, zumindest gegen ein oder zwei Personen. Bei mehreren Personen, da muss man schon richtig schnell und hart sein. Junge, der redet hier, dass er mehr als zwei Personen bekämpft. Junge, auf was für eine Stufe der sich hält. Das originaler Winkler-Talk. Ja, oh, die kamen 100 Mann auf mich zu, 30 nehme ich mit einem Schlag. Junge. Kompletter Blödsinn. Damit das wirklich in der Zeit erledigt ist. Aber Rufschi, der und... Ich fühle mich ein bisschen peinlich berührt. Ich auch. Ich muss mich erstmal waschen nach dem Video hier. Ja, schon. Unterschied, wenn Nachbarn dumm rumreden, ja, über einen, das ist das eine Ding, das kann man klären. Hast du dich schon mal gefragt, warum die dumm über dich reden? Ich kann mir das gut vorstellen, ne? Weil ich kann mir redest. Sehr, sehr viel vorstellen, warum Menschen dumm über ihn reden. Kann ich mir wirklich, ich könnte eine Menge Gründe aufzählen, aber er will ja auch, er hat ja gerade gesagt, kann man klären. Er will ja gar nicht klären, er will ja drohen. So, ich hab ihm das ja auch angeboten. So, ey, schreib mir das und so weiter. Das Ding ist jetzt zu spät. Ne? Damit ist jetzt durch. Ey, weißt du, angenommen, der gute Arnie fährt da hin und hält auf dem Parkplatz. Und urplötzlich kommt er raus, es ist nämlich genauso einer, steht dann auf dem Balkon und sagt, da können es fein nicht stehen bleiben. Ja, so einer könnte das sein, ja. So einer ist es. Ja. Aber es geht ja ganz... Und du suchst dann das Parkverbotsschild und findest es natürlich nicht. Ja, dann sage ich, ey, hier ist kein Parkverbotsschild, aber ich bin Kampfkunstmeister oder Kampfsportmeister. Also weg da. Ja. Junge, anders wild. Richtig. Besonders um ganz bewusste Verleumdung, Nachrede, Beleidigungen, Provozierungen, Drohungen. Das ist wieder der erste Satz einfach. Das ist wieder der erste Satz des Videos. Hast du zurückgespult? Nein, wir sind noch. Ja. Also beim Drohen fängt das Ganze an. Ja. Ich werde so lange weitermachen, bis dein Kanal verschwunden ist. Ich will gar nicht, dass dein Kanal verschwindet. Ich habe ganz viel Spaß mit dir, wenn ich ehrlich bin. Wir guckt. Du weißt doch nicht bei der Hintergrundbeleuchtung, ob das deine Haare oder Augenbrauen sind manchmal. Und dann <eins. lacht> Lügenbolde, Märchenprinzen. Du bist mein Märchenprinz. Ja. Christian, Mensch, du bist mein Märchenprinz. Was noch die wenigsten Aussagen sind. Stellt euch mal vor. Jetzt zeig immer nicht, wenn er geht zur Polizei, und sagt der Arnie hat gesagt, ich bin sein Märchenprinz, ich will anzeigen. Oh Gott. Stell dir mal vor, der ist da bei der Polizei und zeigt so dein Video. So, hören Sie sich das mal an. Der hat gesagt, ich bin Kampfsport-Großmeister und nicht Meister. Und Märchenprinz hat er mich genannt. Ja. Und die nennen mich Kristalli. Ist das letzte Einhorn nicht ein Märchen? Dann ist er eigentlich ein Märchenkönig. Ja. Ja. Wird mit Kindern gemacht. Was bis 14 Jahre geht. Also sind solche Sachen völlig, also vom geisteskrank mal abgesehen, was es ist, denn ein normal funktionierendes Gehirn macht solche Videos gar nicht erst, die andere fertig machen. Nee, das stimmt. Und es sagen ja mehrere, auch sage ich mal ein... Dann kenne ich hier jetzt jemanden, der sollte dieses Video ganz schnell beenden. Ja, Christian, ich gucke in deine Richtung. Sascha Lobo, der auch ein Profi ist, das
Sascha Lobo wurde zum Sexisten des Jahres erklärt. Nice. Also zumindest nicht, aufgestellt nice. Zur Wahl, zum Sexisten des Jahres. Sexiest Man Alive, aber halt in der bösen Variante. Wurde Sascha Lobo einen Titel verliehen von irgendwelchen feministischen Organisationen. Weil er sich wirklich mal sehr abwertend über Frauen in einem horizontalen Gewerbe ausge... Ja. Ihr wisst schon. Ihr wisst es bestimmt. Das Gegenteilige, weißt du, wer Man of the Year wurde, 22? Ich hoffe, ich. Ja, natürlich du. Das ist ja gut. Natürlich. Ich hab nur gehofft, dass ich es bin und ich hab's nicht mitbekommen. Ich aber wollte wenn ich schon jetzt höre, dass Armin Becker sagen, aber du hast mir vorweggenommen. Wenn ich jetzt höre, dass er sagt, dass Sascha Lobo gerade in solchen Sachen ein absoluter Experte ist, da kann ich mir nur an den Kopf fassen. Der also wirklich. Experte. Ich habe es bis jetzt in keinem anderen Fall gehört, dass der so massivst... Der und dem Leifels-Burschen. Die ja, wenn den Mund aufmachen. So ein, der ist auch so, ja? So ein Experte. Du. Ja, richtig. Richtig. Wirklich. Das sind zwei. Da würde ich auch auf die Uhr gucken, wenn die sagen, guten Morgen. Ja, ist so. Also dem Leifels würde ich auch kein Wort glauben, genau wie dem Satz 1 Frühstücksfernsehen. Ja. Alles schwierig. Da muss ich, ey, das sind so Sachen, wo ich sogar auf Rainers Seite bin. Wenn da Rainer sagt, ey, das hat ein Frühstücksfernsehen, hat gesagt, ich hätte den da was geschickt, das stimmt überhaupt gar nicht. Die haben was auf meinem TikTok genommen. Und da muss ich sagen, hat er natürlich recht. Da hat er absolut recht. Wir kennen doch Raini. Der würde denen niemals eine Botschaft schicken. Nein, auf keinen Fall. Weil er es selber nicht mag. Ja. Zwar, wie das von, sag ich mal, Rainer Winkler. Der hat zwar... Klar, auch ausgeteilt, ADHS, Aufmerksamkeitsstörungen. Hat er sich selbst diagnostiziert, genau wie du dir selbst diagnostiziert hast, ein Kampfsportmeister zu sein oder Kampfkunstmeister oder echter Schamane. Das hast du dir alles selbst diagnostiziert, genauso wie oder Rainer Jurist. Sein ADS. Oder Jurist. Ja, das hat er noch nicht gesagt. Ja. Irgendwann rastet eine Person auf, die ständig bedrängt wird und teilt dann auf. Weißt du, gesagt nicht, aber er... Handelt so, der redet so. Ja, er lässt es einem glauben, ja. Ja. Auch aus, mehr will ich mich ja gar nicht so äußern, weil das, ja, lass doch das interessiert mich nicht. Und ein Fall, der 10 Jahre lief. Nee. Nee. Will ich nur mal im Funken ansprechen, mehr nicht. Aber wie, was für Personen das sind, die sich einbilden, och, ich mach mir zum Hobby, zum größten Arschloch zu werden mit tausenden anderen. Tja, ja. Das kannst du mir ja mal erzählen, wie das funktioniert. Was die Leute sich denken. Da kennen sie sich aus. Und ganz egal, was jemand macht, ich versuche irgendwo etwas rauszufinden, ja, mir das so hinzudrehen, damit ich irgendwelche Äußerungen machen können, die jemanden beleidigen, schlecht darstellen, einschließlich Bilder klauen, Bilderveränderungen, was ebenfalls Straftaten sind. Sowas will ich niemals tun. Junge. Sowas will ich niemals tun. Niemals will ich so etwas tun. Nein. Ich auch nicht. Wir beide nicht. Nein. Wir sind anständige Burschis. Ja. Wo jemand in den Dreck gezogen wird. Und wenn sich jemand einbildet. Ausbildet. Ja. Sowas wie die. Ja, das ist das Ding, der bei ihm mit seiner Kampfkunst und seinen Schamanen. Das ist zwischen ausgebildet sein und eingebildet sein. Das ist. Wochenshow, das auch machen. Ich fürchte, er hat sich dieses Kampfkunstmeister. Ja, auch gelb diagnostiziert. Ich gehe auch davon aus. Ich hab sein Video mit dem Boxsack gesehen, ich gehe auch davon aus. Ja, eines Morgens aufgestanden und schon. Ich hab Steven Seagal geguckt. Boah, jetzt aber. Diese Sendung, die muss ich rechtlich absichern, damit sie keiner aufs Dach kriegen. Genauso wie andere Komödien, die dann zynisch. Und fang du mal damit an, dich rechtlich abzusichern mit dem Scheiß, so was du hier reinquasselst. Werden, sarkastisch und mit Satire hat das dann gar nichts mehr zu tun. Also, ich sag mal so, Typen wie Oliver Pocher, die können froh sein mit ihren Äußerungen und der musste ja auch schon reichlich zurückschrauben, dass die öffentlich überhaupt noch auftreten dürfen. Und das hat er ja teilweise, sag ich mal, bei Gregor Gysi in seiner... Da siehst du, wie viel Ahnung er hat. Hier in unserem Land ist es schwer, jemanden zu verbieten, Geld zu verdienen. Weil du kannst jemandem nicht sagen, das ist sein täglich Brot, du hast jetzt sofort damit aufzuhören. Das geht hier nicht so einfach.
Vor allen Dingen ist es hier schwer, die Meinung anderer Leute einfach so zum Schweigen zu bringen. Das auch. Sendung, die er da hat, der da seinen Kanal da entsprechend angesprochen. Da gab es einen auf die Mütze. Aber das war so im Internet an. Da kann man sich leicht verschlucken. Videos abgeht mit Reaktionen und Kommentaren. Da bin ich noch richtig gnädig. Ich melde das dann an YouTube massenweise. Kannst du gerne machen. Reactions sind hier erlaubt. Richtig. So praktisch die Fahne schwenkend. Hallo? Merkt ihr eigentlich, was da abgeht? Ja, hat RTL bei Matti auch versucht. Hat nicht funktioniert. Ja. Also handelt. Und das ist wirklich noch... Da will er was erreichen, verstehst? Nee. Gnädig von mir. Das ist richtig. Er ist ein gütiger Gott, ne? Er ist sehr gütig. Ein gütiger Schamane. Schon wieder eine Parallele. Ganz einfach, diese Kanäle können dann nicht mehr posten oder irgendwann verschwindet deren Kanal ganz. Mhm. Das mit einigen Kanälen. Ich hab Angst. Du auch? Mhm. Ich fürchte mich. Und wie? Krieg direkt wegen Wasser. Was ist denn so? Ja, was ist denn das so? Ja. Ja. Aufgrund meines Handels schon passiert ist. Na klar. Auf seines Handels. Ja, klar. Und wenn man... Direkt Gänsehaut. Ja. Immer härter vorgehen will gegen Beleidigung, gegen Beschimpfungen, im Grunde ist das vollkommen richtig. Finde ich auch gut. Weil wenn man jemanden übelst beleidigt, jemanden nachreden will, jemanden anpöbeln will, dann sollte man das persönlich machen. Ja. Und nicht irgendwo im Internet. Finde ich richtig. Finde ich absolut korrekt, was er da sagt. Ja, richtig. Rumschimpfen will, bedrohen will. Im Grunde genommen. Das ist alles, er hat aufgezählt, woraus sein Video gerade bestand, oder? Ja, richtig. Okay. Und nicht nur dieses Video, alle Videos. Ja, alle weiß ich nicht, aber die Videos an mich, die waren meist so. Ja. Ist das schwarzmagische Energie? Junge. Junge, jetzt kommen wir auf dieses Level hier. Schwarzmagische Energie. Okay. Ich als Schwarzmagier sage, das ist nicht so. Xardas, habe ich recht? Xardas nickt. Ja. Ja. Und das weiß ich ganz genau, weil in meiner Kinderzeit, in meiner Jugend, ich habe von Kindheit an, weil es im Wohnumfeld war, ja, die asozialsten Satanisten erlebt. Und in der Kindheit schon gemobbt, will er damit sagen. Tada! Junge. Was ich mir gerade im Bild habe mit dem Schwarzmagischen und so weiter. Du kennst doch Star Wars, ne? Den Teil 3. Ja. Den dritten Teil. Wo er so da liegt und unbegrenzte Macht. Genau dieses Bild stelle ich mir gerade vor. Ja, und das längere Zeit. Wirklich die asozialsten. Und diese Sprache, die zieht sich heute bis in die Mittelschicht. Und das ist eine satanische Sprache. Das haben einige, die schon langjährig Lichtarbeiter und Heiler sind, haben das... Lichtarbeiter, Bruder! ...ebenfalls angesprochen. Ich weiß, es kann 2000... Ist das ein Lehrberuf, Licht? Ich weiß aber nicht, ob ausgebildet oder eingebildet. Ja, ich glaube eher eingebildet. Ja, das kann sein. 17 gewesen sein, durch jemanden, der bei Bewusst-TV war, also Joe Conrad... Wer ist das denn jetzt wieder? Wo? Bewusst-TV. Bewusst-TV, Joe Conrad. Was ist das schon wieder? Ich kenne Joey Conrad. Das ist ein absoluter Ehrenkanal. Der hat die ganzen Let's Plays von Rainer zusammengeschnitten. Okay. Ein absoluter Ehrenkanal. Er fällt zwar auch mal auf Esoteriker rein, aber hatte auch die letzten Jahre viele authentische Leute drin. Ist das denn nicht Esoterik, was er hier macht die ganze Zeit? Es ist die ganze Zeit... Okay. Esoterik. Ich dachte, es kommt nur mir so vor. Nee. Mir auch. Wenn die dann sagten, das ist eine Hasssprache, ist es auch. Hier gibt es keinen Hate Speech. Das gibt es hier nicht. Gibt es hier auf diesem Kanal, gibt es das nicht. Ja. Schlimmer geworden. Wie ich eine extrem starke Aura hatte. Gott. War diese Sprache bei mir gar nicht. Jetzt fängt... Es fängt von Aura an. Lass mal, ich will so gerne hören, was er zu sagen hat zu Aura. Aber ich höre hier gleich, ich leuchte gleich gelb.
Hast du auch Gold geleuchtet? Grüße gehen raus an der WS. Ja, Gold geleuchtet. Ja. Da bin ich in mein Naturell reingekommen, um jedes Wort zu filtern. Und jetzt muss ich mich selber konzentrieren, um diesen ganzen Dreck rauszuhalten. Sag mal, hast du denn jetzt die Worte gefiltert, als du dieses Video aufgenommen hast? Mich würde das wirklich interessieren. Ja, mich auch. Oh Gott. Ganz einfach. Ganz Damit einfach. Will ich das Video erstmal beenden. Er hat gar keine Verabschiedung gemacht. Finde ich ein bisschen schade. Er hat einfach zack raus. Ja, finde ich nicht gut. Aber jetzt bitte. Finde ich überhaupt nicht gut. Lieber Schamane, du kannst uns doch nicht einfach hier so sitzen lassen. Ich fühle mich jetzt hier ein bisschen verlassen. Ja, ich mich auch. Na gut. So, zack, weg. Einfach gut, haben weg. Wir Part 1. Ja. Mitty, das war Part 1. Das war mit dem lieben Mad Dog. Ja. Magst du dich zuerst verabschieden? Ja, ich danke fürs Zuschauen. Das war richtig toll. Danke, dass ich hier sein durfte, mein Lieber. Und wenn du mich brauchst, was Kristalli angeht. Oh, ich hab's gesagt. Jetzt kriegst du Anzeige, das war's. Ja, ja, dann gerne wieder. Ich helfe jederzeit. Mein Discord voll. Mit Leuten, die mich angeschrieben haben, ich möchte gerne in der Kristallwoche dabei sein. Wirklich voll. Mein Discord ist voll. Habe ich ja gesagt in dem Video. Es werden wahrscheinlich mehr als 5, 6 Stück. Wir werden sehen. Ich habe ihm ja gesagt, deswegen habe ich das auch gerne erwähnt, ich werde nicht der Einzige sein, der hier ist. Nee, es haben wirklich 1, 2, 3, 5, 8 Leute haben mir geschrieben, ja. Sie wären gerne dabei. Ja. Gut, da Mitty. Hat sich bestimmt Roxau auch mit angemeldet, bestimmt. Ja, ja. Also den habe ich als erstes Bescheid gesagt mit in der Gruppe. Ja. Haben sich eine Menge Leute angemeldet. Da würde sich noch freuen, der Dude hier. Ja, ne, Spaß mit uns haben. Das Schamane. Hoffe ich. Ja, bestimmt. Bestimmt. Er würde überrascht sein. Jetzt machen wir langsam Schluss hier, das wird nicht zu lange werden. Wir haben schon wieder Überstunden gemacht. Wir haben schon wieder aufschreiben. Ja, dann sage ich hier, ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Ich wünsche noch einen schönen Tag und euer Metti sagt Schamane off. Ja, Leute. Erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Metti, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part. Ja, Leute, bis dahin. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz, ganz, ganz viel Liebe an euch. Schamanismus off.